Senua. They will tell us how to kill a giant. You know what that means, do you, Senua? No more sacrifice. Once again, she's leaving the sun, leaving the world, plunging into the unknown places which no light touches. She has always been afraid of the dark, the deep, still silence that blinds her eyes till she thinks she will never see again. But there is a thread this time. It connects her to the ones above. Naja, was für mich hier? Durch die Höhlen zu laufen. She will not let them down. Where are we going, Senua? Weiß ich nicht, Stimme 1. I don't like this. Selber keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Aber. What were they looking for? The hidden path. Irgendwo wird like uns der Pfad schon führen. Maybe what is this place? Just a cave. Ah, das ist ein Gesicht. She knows what she's doing. It's a trick. Trust yourself, Senua. So, muss jetzt noch einkaufen und dann nach Hause. Mein Akku ist fast leer. Bin gleich wieder da, alles klar. Denn viel Erfolg beim Einkaufen. Viel Spaß. Bis gleich. In a land to the east. They know that when a traveler finds themselves lost, it is the fault of the Vadadaj, who wait at the crossroads to trick souls passing by. The only remedy is to let your horse lead you home, because beasts have no souls. But if you have no horse, your soul is lost forever. Wow. Ah. Still nothing special. It was a trick. Ist auch nicht so weit. It's getting smaller. Where is it taking her? Maybe your father was right. Maybe you are. What then? Maybe you will die here. Just like the others. No one will remember you. You will be nothing. Oh, God, oh, God, oh, God. With your torch. Don't let the torch die. If the light goes out, geh hier längs, weil wir haben ja das. Ich gehe auf jeden Fall erstmal hier entlang, weil da war ja ein Totem wieder. Genau. Müsste auch direkt das nächste sein. Naja, alles klar. The Skalds speak of how Grettir, now an outlaw, took rest on the island of Haramsoy with a man called Audun. Geht der Hund noch am Rad? Grettir saw a great yellow glow like a fire rising from the ground. Audun told him it was coming from the burial mound of Kar the Old, who ever since he died had haunted the island, and warned him to stay away. Okay. So. Ich werde auf jeden Fall Richtung Licht gehen. Das ist sogar der einzige Weg. Okay. Oh, da ist wieder. Wir haben wieder Steinrätsel. Was ist das? Stimmt, wirklich schön aus. Something here to find. Find it. Trust yourself. Oh, kriegen wir hin. Ich vertraue mir. Vertraue uns. Vertraue euch. So. Nee, das sah auch nicht nach einem gewöhnlichen Feuer aus.
Ey, die Verborgenen sind tatsächlich richtig verborgen. Also, die machen ihren Namen alle Ehre. They failed the task. Ja. What were they looking for? More rock, more darkness. Is she lost? Skelette? Nee, wir sind nicht. Wir sind nicht lost. Look. Oh. There's a light shining. Oh, yes. Lighting your way. She was lost. Ich liebe diese Stimmen. They are here. The hidden folk are still here. Auch wenn sie manchmal echt gruselig sind, aber ich feiere die total. Okay, da oben kommen wir jetzt schlecht drauf. Das heißt, wir müssen das Feuer ja löschen, ne? Damit wir. And yet more darkness. More rock. Kommen wir hier rauf? Nee. Und hier kommen wir. Oder? Ach nee, nee, von da kommen wir gar nicht. Ich bin ja oben runtergesprungen. Light there. There. Follow. Beautiful. Entrancing. What does it mean? Must mean something. Something to be done here. What's to be done to do? Können wir es ausmachen? Find out. Ja. Okay. She found a way. Sometimes things hide in the darkness. Aber hier gab es doch auch noch was. Ah. Ein Gesicht. Wow, das sah cool aus. In this place, they know that sometimes the hidden folk will take their children and leave another in their place. These children may look the same as their own, but will be dazed and far away or ill-tempered. And you know then, you have a changeling in your house. Nö, möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Mega cool aussehen mit dem Nebel. Richtig stark. Follow the light. Let's stop now. Tun wir. Ich hatte gerade schon die Befürchtung, dass unsere Fackel hier dabei ausgeht, wenn wir da durchlaufen, aber. Dem war Gott sei Dank nicht so. Okay. Kommen wir nicht weiter. Oh, look. Deeper and deeper into the earth we go. Achso. It could still be a trick. It could still be a trick. You could be lost here forever. Endless, endless darkness. Was? Wir sind ja wie weit gehen das noch? Oh Gott. Ernsthaft? Na gut, müssen wir, ne? Ich weiß ja nicht. Mustas. Oh Gott sei Dank. Unsere Fackel ist nicht ausgegangen. Krass. Senua? Oh, ein Gesicht. Dieses Metamorph, ne? Mega cool aus. In this land, when people cannot raise their children, they will leave them in a sacred place for the hidden folk to take and care for. Sometimes these children come back, but it is said that they are changed with a wildness in their eyes, and their parents do not want them. Na gut. Ich fühle nichts. Fühlen wir was? Ich fühle nichts. Ja komm, leg die oben rauf. Geht runter. Genau. Ja, sehr gut, Senua. Ja. Eine Intelligenzbestie. Oh! Ja, alles klar. Was so ein billiger Jumpscare, ne?
Der war echt billig. Der war echt billig. Und trotzdem erwischt er mich. Oh ne, ich will hier raus, das finde ich unheimlich. Ja. Das war gerade ein bisschen eklig. Das fand ich nicht gut. Das fand ich nicht gut. Was haben wir hier? Hier können wir wahrscheinlich unsere Fackel wieder anmachen oder so. Jetzt bestimmt. Na guck mal, da ist ein Wasserfall. Was heißt Wasserfall? Da tropft Wasser runter. There is a path to find. Somewhere is it? Always the most difficult way to go. Ja. Sieht ganz gut aus. Okay, machen wir mal an. Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall um unsere Fackel wieder anzumachen. Oder müssen wir die Dinger... Oh, okay. The light will guide the way. Will it? You have to trust it. This is a different kind of light. What else can you do but trust it? She doesn't have a choice. Das heißt, wir müssen jetzt das Ding hier ausmachen und dann durch das Wasser dort laufen. Gehen wir mal wieder hier hoch. Ah, okay. Da rechts habe ich schon... Ah, okay, okay. Ach, mein Gedankengang ja richtig. Das klang nicht cool. Das klang wirklich nicht gut. Der hat auch eine ganz, ganz ungesunde Raucherstimme. Und ist ein Totem. Auf mir immer ins linke oder rechte Ohr zu flüstern, das ist ja eklig. Sehr schön. Scots say Grettir wanted the sword that was buried in Carr's Howe and would not be deterred from seeking it. He broke the mound open and started digging until he reached the timber props. By this time it was night. Audun warned him again not to continue, but Grettir threw down a rope and went inside the mound. No light penetrated it, and it reeked of death. But he persisted in exploring. Das Totem. Okay. The hidden folk. They made this. They want you to get lost. Ein Gesicht? They take you away. Ein Gesicht. And when you return. Ein Gesicht. Years have passed. Don't go down there. Warum nicht? Wir müssen zum verborgenen Volk, liebe Stimme 1. What can they want from us? You are all alone. They are laughing at you. They will not help you. Ah, Stimme 2 hat sich auch nicht gesehen. Achso. Okay. Ja, der zeigt uns den Weg, oder? Gehe ich mal von aus? And leaves her in the dark. The darkness reveals. Ja, ey, wir sind völlig schizophren. Also unsere gesamten Gedanken spielen Tricks mit uns. Das ist nicht nur der Schatten hier. Ist das ein Gesicht? Soll das ein Gesicht sein? Nee. Das siehst du? Sag doch. Auch meine Gedanken spielen verrückt.
Ich sehe schon Gesichter dort, wo gar keine sind. Okay, wir müssen durchs Wasser. Ah. Ich möchte ungern durchs Wasser. They know what you're scared of. They can hear us. They can hear you thinking. They can hear what we fear. Quiet now. The hidden folk are toying with you now. There's a reason for this. Playing with you. They're testing me. I can feel that something is wrong. Come on, Tampa. Is it too late to Tampa? Ging ja noch. The hidden folk have grown malicious. Naja, das ist gut. Growing, something coming. I can feel it. Something is wrong here. Ich möchte nicht, dass hier irgendjemand kommt oder so. Yes, it's opening up. There is darkness. Wir gehen einfach schnell durch und. She has to get in. You have to face it. The light, it keeps them away. Don't listen to them. I don't like it. I don't like it in here. I'm trying to take you. You're preying on your fear. Don't let them. Shame. I don't like it in here. Somewhere, something is coming. Something is coming. Something is coming. Something doesn't feel right here. Oh nein. Ich glaube, wir müssen. Ich glaube, wir müssen hier links, weil ich glaube, ich habe da solche Feuerschale gesehen, wo wir dann unsere Fackel wieder anmachen können. Glaube ich. Einig. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ja, nicht mit mir, nicht mit dem Bori. Der Bori weiß, wie er sich rettet. Okay, wow, das war unheimlich. Das war sehr unheimlich gerade. Ich habe ein ganz gutes. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl hier. Kein gutes. Ja, so ein ungutes Gefühl hier. Oh, wir müssen wieder durch die Leichenplörre. They will take you. They will try to drag you down. They will always hunt her. Oh Gott, das sieht aus wie ein abgestandenes Astrabier. Clasping her desperately, iron bands around her, dragging. Genau solche Maurerpisse. Ah, da vorne wird es wieder dunkel. Wir müssen leider wieder durch Wasser gehen, aber da vorne sehe ich schon. Nein, wo wir hinkommen. Aber ich. Ich weiß. Hier oben. Hab sie. Let me think. Take it, yes. Na gut. Bis jetzt. Ich leuchte die andere hier mal, ne? Da war ja noch eine, die wir machen können. Warum will uns die Dunkelheit eigentlich immer. Okay, einfach nur. Wir hätten einfach hier weitergehen können. Warum will uns die Dunkelheit eigentlich immer die ganze Zeit verschlingen? Eigentlich gehören wir ja mit zur Dunkelheit. Nicht? The ones you lost. Everything you regret, your shame, your pain. Okay, müssen wir. Oh, ich ahne Böses. Wir müssen von Licht zu Licht gehen hier, ne? Sieht sehr danach aus, dass wir von Licht zu Licht gehen müssen. Okay. Los geht's, liebe Leute. Das ist super eklig. Okay. Aber wir sind ja Boriat, ne?
Ey, ohne Scheiße, ne? Ich sehe hier schon irgendwelche Gestalten im Ei. Gott, nein, wirklich? Oh, das ist, kommt doch jetzt wieder so ein Billig-Jumpscare, oder? Das ging ja. Okay. Hackel? Oh, Fackel, nein. Wasser, 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 oh Gott. Das kann nicht sein. Es ist der einzige. Die Hände sind grabbing. Das ist eine kranke Scheiße, ey. Ey, das. Nee. Das ist super uncool. Das ist super, super uncool. Zehn Gesicht. Bitte, Gott, ich hab schon wieder Paranoia. Ich sehe hier schon wieder überall Gesichter. Okay, aber unsere Fackel ist weg. Ich bin recht angespannt, muss ich sagen. Bin leicht angespannt. Auch kein Gesicht, oder? Sind doch markanter die Gesichter. Stimmt schon. Achso, er wieder. Sehr optimistisch. A light. A light. Oh. What is this place? Eine Fackel. Sky. Beautiful. How is it possible? Too deep for this kind of beauty. Moment. Ich nehme das jetzt mal so hin, dass wir einmal ein sind. Das kann ja aber nur eine Illusion sein, ne? Also wir sind ja noch mitten in der Höhle. Mega gemacht, ey. Echt. Super geil aus hier alles. How do we get to it? She doesn't know. Oh, das werden wir rausfinden jetzt. It's another test. Don't trust it. You need to prove yourself. She needs to prove herself. She needs to show them that she is worthy. But is she worthy? Are you worthy, so she doubts. Are you? Ich finde schon, oder? A brazier already lit. Ein was? The way is blocked, but it can be changed. Change the world and make your path. Make your own path. Okay, man hier wieder da. Hier mal gucken. Dann den Übergang? Nee, okay. Einmal andersrum.
house now. Ah. The path, it's there. She knows. She understands. Yes, she knows. She understands. The torch. Give her the torch. It's all she knows. She can't give it to them. You'll be trapped here forever. You won't be able to see. Now she's trapped. Stupid. Stupid. You need a torch. You can't do anything without your torch. Trapped here now forever. Think. Es hat lol. Ah. Ah, okay, okay. Und da kommt er wieder mit der Fackel? Nee. Hm. Das ist ja doof. Na gut. Aber wir können hier runterspringen, glaube ich, ne? Hier vorne. Können wir hier vorne runterspringen? Nee, nee, nicht. Okay. Dann muss ich die mal ausmachen, die Flamme hier. Damit wir wieder hier durchkommen. Also nicht hier, aber hier vorne durchkommen. Und dann sollten wir rübergehen können. In der Hoffnung, dass wir in irgendeinem dieser Löcher dann eine Fackel finden. Soll ich das echt wieder da ausmachen? Okay, ich habe auf jeden Fall keine Fackel hier. Ich mach das mal aus. Die haben ja gesagt, ich soll hier irgendwie. Oder? Also. Oh, okay. Ah. Jetzt kriege ich eine Fackel. Ah. Und sie bitte wieder. Ja, sehr cool. Okay, ich muss sagen, ich bin mega cool gemacht. Gefällt mir. So. Können wir das hier wir jetzt die anmachen? So. Damit wir hier nach oben können. Müssen wir das jetzt hier noch mal ausmachen? Where? The cave. Back to the beginning. Now what? No. She has to get over there. Ah, okay, da ist jetzt ein Durchgang frei geworden. Okay. Du hast hier gerade eine mega coole Sequenz verpasst. Can she get through? Mit den Wegerätsel hier. Das war ganz cool. Das war echt geile Sequenz. Okay, wir kommen jetzt hier wieder nach oben. Müssen wir da unsere Fackel wieder abgeben? Damit der andere Geist uns hier den Weg ebnen kann. Ah, er ist da vorne. Ah, damit wir hier jetzt wieder rübergehen können. Wer ist dieser Geist? Der ist freundlich. Den mag ich. Weiß er nicht. Gibt er uns die Fackel jetzt wieder? Nee, ne? Nee, anscheinend nicht. Der läuft ja. Okay. Anscheinend nicht. Er behält die Fackel. Dann gehen wir weiter. Coole Sequenz. Das war ein cooler Part. Nee, tut mir leid, Stimme 1 und Stimme 2, wir müssen weiter. Okay.
Wow. A light. Boah, das sieht cool aus. So beautiful. I can see again. Moving. Guiding you through the dark. I can breathe again. Still dark. Listen. Es sieht echt cool aus. A question. Are you strong enough? She doesn't know the answer yet. But they will tear it from her mouth. Throw a flashbang. Ja, danke. Ah, scheiße. Ich. Was passiert hier? Ach, okay. Hab ich den gerade getötet? Wie hab ich den getötet? Wie hab ich den denn getötet? Keine Ahnung. Ich hab keinen Plan. Sind das die Verborgenen hier oder was? Oh, Alter. Ja, Fabio, hallo. Danke. Aua! Ignore the pain. They underestimate you. Miss Fee. Holy shit, Alter. Ey, Fabio, Mann. Herzlich willkommen, mein Lieber. Oh, da hab ich mich, ja. Erschreckt plus Flashbang, danke. Ah, du hast einiges verpasst. Also wirklich einiges. Also ich muss sagen, Hellblade 2. Oh wow. Oh, Psycate. Das war was für uns gerade. Das war gerade was für uns. Fuck you! Alter! Jo, Fabio. Alles Gute dir noch während der Spätschicht. Heiliger Bimbam. Was ist denn hier jetzt los, ey? Das war doch so friedlich die ganze Zeit. Ja, okay. Ja, okay. Nee, aber das war okay. Ach so. Ja, klar. Die Höhle sieht richtig geil aus, das stimmt. Das stimmt schon. Sieht echt mega cool aus. Aber es ist auch mega unheimlich. Also für mich zumindest gerade. Ja, stimmt. Die sehen auch so ein bisschen so aus, ne? Ja, genau. Okay. Sind das die Verlassenen hier oder was?
Wow. Genial. Wie? Was das denn für Viecher, ey? Aber ich frage mich, ob das irgendwie die Verlassenen sind oder einfach die Leute, die die Prüfung hier nicht wirklich bestehen können und einfach in den Höhlen jetzt leben. Wobei ja die Verlassenen gesagt haben, sie wollen uns töten, ne? Ja klar. Die Höhle singt mit uns. Das ist genau das, was ich auch... Genau mein allererster Gedanke, wenn irgendwelche Höhlen mit mir sprechen. Denn der Gedanke, die Höhle singt mit uns. Is someone there? Who are they? Who's there? What are they saying? Don't get too close. I need the force. No. You can't. Those creatures are down here with you. They need help. This is all I have. Senua, you can't. You can't do it. She is thinking about it. No, sir. Nee, nicht das Schwert, bitte nicht. You have to be able to fight. It's all you have. She is ignoring us. Senua, listen to us. Senua, no. We know what to do. Ach, nicht unser Schwert. Fackel, okay, aber... Sacrifices must have meaning. She has given away that which makes her strong. Danke. A protector. Mm. A revenger. The thing she grips tight when darkness overwhelms her. Wie wollen wir uns jetzt verteidigen mit Spucke? What is a warrior without her sword? What is she now? She must forge a new path. Defenseless against the dead ones. The armor has fallen away. Ja, jetzt haben wir weder eine Fackel noch ein Schwert. Aber wenigstens. Oh. alles klar. Too much darkness now. Where are you taking me, hidden folk? Okay, ich gehe hier schon. Ich gehe. Ja, ich kann nicht schneller. Ja. What's in the shadows? Alter, hör doch auf damit. I don't like it. Ich bin schon genug in die Hose hier. Oh Gott, was geht denn hier im zweiten Teil bitte ab? Der erste Teil war ja für Kinder im Vergleich zu diesem hier. Oh Gott, nein, wirklich? Ja. Alles klar. Does it have eyes? It can smell us. It will kill you. It is looking for us. It knows. There's more of them. I can feel them. I don't like it. They're right there. I can feel their breath. Who are they? Schnell, schnell weg. Schnell weiter. Schnell weiter. Ich will raus hier. Ja. Genau. You have to do is stay in the light.
Ja, ist schon krass, was für eine Schippe mehr Horror, die ich hier in den zweiten Teil gepackt habe, ne? Eieiei. Licht. Ja. Er schafft mir. Wir haben ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, gleich passiert noch irgendeine Scheiße, passiert hier auch gleich noch. Müssen wir da gleich rüberspringen? Can she make it across? I don't like it. Don't fall. Be careful. We can do this. We can do this. She can do this. Remember to breathe. Go to the light. Go. 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 I hated you. It's too terrifying. Sometimes. She feels the darkness will never end, or worse. It will get deeper and darker until she is crushed under it. Her last breath floating up to the sky she will never see again. But it is over. There is a shift, an invitation. They draw her onwards, just out of reach, but there. She's close now. Bin nah an dem Verborgenen. Okay. Wir hören uns jetzt an, was der Baum zu sagen hat. Mal sehen, ob wir welche verpasst haben, aber ich glaube nicht, ne? Nee. Okay. These people know that children who have died uncared for can return as Utburður. Small ghosts clad in fluttering rags. When there are storms, they may cry as they did when they were human, and will look for their mothers until they find them, and never leave them again. Okay. So. Eieiei. Das war auch wieder... Richtig geiler Part in dem Spiel hier mit der Höhle. Sah auch richtig schön aus. Also wie Chan das ja auch schon gesagt, geschrieben hatte, das mit der Höhle sieht wirklich super geil aus. Also sah super geil aus. Als uns die Lichter da den Weg geführt hatten. Dennoch dieser Horroraspekt damit bei, dass halt die Viecher einen auf einmal ansprang und so. Oh, mega geil. Also, gesamte Höhlensequenz hier bisher finde ich super cool gemacht. Auch mit dem Wegerätsel. Look, the rocks floating there. Floating. It's there. The hidden folk. She is close now. Can you feel them? Oh, wow, okay. Can you hear them? Close to their world. Their world. Okay, komm ich nicht hin. Okay, da geht's. Hier geht es, glaube ich, weiter. Dann gehe ich mal. Ah, okay, gut. Da auch der nächste sein. Naja, perfekt. Grettir found the sword he was seeking. Nur drei verpasst. Carr's loom buried in the grave mound. He went to leave, but before he could reach the rope, something grabbed him from behind, and Grettir realized the mound dweller would not let his treasure go. The two fought ferociously until Grettir got the advantage and chopped off the revenant's head. But Carr's loom
would prove his undoing, fated to be the sword that killed him. Also, oh, die scheiß Totem, ey. Jedes Mal. Hätte ich ja doch mal lieber mein Pulsmesser tatsächlich mit anmachen sollen, ne? Von meiner Smartwatch. Ich hätte tatsächlich jetzt nach dem ersten Teil hätte ich nicht gedacht, dass dieser Teil tatsächlich so viel mehr in den Horror reingeht. Weil der erste Teil, der war ja nicht wirklich so, der ging ja nicht wirklich in den Horror, ins Horrorgenre rein, ne? Was? Was passiert hier? Ich ganz ehrlich. They have taught you how to exist in this world. Now it's time. You brought it down. Geh mal hin. Ah, jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal hier hin. Aber hier haben wir immer noch einen Stein im Weg. Ah, cool, okay. You will know what you came here to know. The hidden folk will show you. But first you must show them. Show them what you can do now. Show them that you understand this place. You changed it. Now you can see. Now we can see. Yes, the tunnel. Yes. You brought it down. You made it happen. Now you just have to. Soll ich gerade sagen, wie, ne? Wie kommen wir jetzt dahin? Ich weiß nicht wirklich. Okay, wir gehen mal auf die andere Seite. Bestimmt sagen wir zwar, ich weiß es, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber ich vermute mal, wir müssen jetzt von der Seite hier rüber. Okay. Dann wusste ich ja doch, was ich mache. Okay, sehr gut. Oh, ab ins Licht. Oh Mann, das ist eng. Oh, manchmal denke ich auch mit, das stimmt schon. Aber nur manchmal. Warum gucken sie die ganze Zeit zurück? Ich hoffe, hinter uns greift uns jetzt nicht irgendwas. Ne? Gib mir hier wieder einen halben Herzinfarkt. Das sieht ganz gut aus. Kriegen wir hin. And he's...
believes his father more than anyone. We know, Senpai. That is where change happens. We saw it. They saw it. The hidden folk. They broke us. They changed us. No. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. Mm. She's here to find them, the ones who hide. They will tell her how to defeat the giants, and she will keep her promise. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. There will always be a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. Lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. There's someone here. Watching. More than one. I know you. How? Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Mad woman. Their eyes everywhere can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Warrior. Ask them. What do you want me to do? Him. Lost soul who fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. The pool. Are you ready for what you will find here? What we will find? What if it's all for nothing? Everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. See things differently from the others. Look, and you will see her. By her name, you will know her. Nothing is born of nothing. We will show you.
in the first days, the air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting, they had found somewhere to rest, somewhere to carve out a home. Was war denn das bitte wieder für eine absolut geile Zwischensequenz? Ja, dieses Spiel begeistert mich immer und immer wieder, ne? Absoluter Wahnsinn. Oh Gott. She covered the green with her bitter poison and drowned the hills in bile. Nett. Das ist ja bitter, dass sie das gemacht hat. Nothing could breathe through her hatred. All their animals choked. Their crops withered in the ground. And the people withered too. The woman had to leave her home, go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? Einfach echt ein wunderschönes Spiel, ne? Wahnsinn. The terror of hunger and the thirst drove the people to fury. Das Leuchten. The weak lost all to the strong. Also wäre schon cool, auch mit diesen schwebenden Teilchen, ne? Wenn das so über die ganze Decke so gezogen ist und das dann so die Raumbeleuchtung ist, das stelle ich mir auch sehr, sehr geil vor. With the weakest of all in her arms, still she searched for a haven. But the darkness from the sky leached down. The flesh-eating ones, with the awful hunger that could never be sated, were legion. And death held dominion over all. New gods arose. Ja. Shit, was war das denn? Oh, Alter. Psychate, ey. She could not let the child live in such a world. Ich bin wieder fast eingeschissen hier. So she brought her to a cave where the hidden folk were set to live. Hoping they would take her child and raise her free from care. Free from the darkness. She had nothing to feed her now but her rage and despair. She made a deal. I will give myself to you, Askia, if you will give me the power to triumph in this world you have created. Take my life and give me your death. I need the sword!
Please hurry. Make her give you the sword. I can't let them down. You need that sword. You are nothing without your sword. Waren das vorher auch wir? Und wir geben uns jetzt selber das Schwert quasi? I need the sword. Please. Hurry, take it. She survived. Survived without her sword. And now she has it back. Invested with her sacrifice. All her blood that might have spilled. All the death she might have died. A new sword. A new self. A new Senua. Wow, okay. We can see the giant's truth. Alter, das ist ja voll mein Fuck hier. Ich sehe deine Beine. Warum springen die denn immer von hinten so ran hier? They underestimate you. Wo kommen die denn alle her? Oh, Gottes Willen. Sein sollen. Zu viele. Pille geht runter. Do you hate? What would you do to change? What would you do to survive? You cannot kill the giants. Secrets fester in the darkness.
Iltoiga's real name. Ingrid. Her name. Ingrid. We all have names, given or chosen. We change them, charge them, invest them with meaning. Names torn away leave us raw and bleeding. Rootless. Selfless. All the names that were lost, she will fight and hold. She knows her name now. Ingun. She knows her. You know her name. You understand her. Not a monster after all. She is lost in her rage. She will still kill you. You found what you sought. I know what they were trying to show me. Keine Ahnung. I know Iltoiga's true name now. Keine Ahnung, Chan. Das gesamte Spiel verwirrt mich. True names, they cut to our hearts. To know the true name of something is to command it. Bring her here. Can we call to her? Like the Draugr did. She will kill you. The Draugr were aping the costumes of the living, acting out what they did before they turned. Grotesque parody of the blood ones held in that sacred place. Sacrifices to Freya. We can call to her too. Yes. And yes, she will come. But she will kill you. Just like she has so many of us. Then what? She can never be reached. We need to find a place where you can meet her face to face and see the world through her eyes. See our world. And there are ways of opening up the door into another space. Another place. Fire and rage. The veil that hides the Veredir as they wish. Also ich meine, okay, ich muss ja kurz mal. Ich meine, wir sind da gerade aus dieser Höhle rausgekommen. Die gesamte Höhle, war das einfach nur ein absoluter Mindfuck von uns selber? Weil, wie Psyche da schon schreibt, so ein Mindfuck, dieses Spiel. Haben wir uns das alles nur eingebildet? Also die gesamte Höhle, war das einfach nur eine komplette Einbildung unsererseits? So nichts davon war real? Und am Ende waren wir da einfach nur die ganze Zeit in der Höhle, wo halt das tote Kind da irgendwie lag oder Baby? In gut. Den Namen gerade schon wieder vergessen. Zweitens, genau, Chan, wie ist der da plötzlich hingekommen? Also wenn der Höhleneingang war komplett offen, war sehr, sehr groß. Es ist sehr offensichtlich, dass da eine Höhle ist. Und dort lag die ganze Zeit das Skelett des Babys. Das hätte man doch auch schon die ganze Zeit vorher rausholen können. Ne? Also wenn er auch wusste, wo dort ein Höhleneingang ist und eine Höhle ist. Das erschließt sich mir gerade auch nicht so richtig, wie das jetzt alles zusammenhängt. Aber ich gehe mal davon aus, dass also alles, was da gerade eben in der Höhle auch passiert ist mit uns, dass wir uns das alles mehr oder weniger eingebildet haben. Weil er meinte doch, die leben unter der Erde, also muss man doch weiter umgehen sein. Oh, weiß nicht, ich hab's gesehen, Fabio. Ich hab's gesehen. Hahaha.
Ja, sehr schön, Fabio. Denn gute Heimfahrt, mein Lieber, gute Heimfahrt. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Also unser Gehirn spielt ja schon die ganze Zeit echt verrückt. Und ich glaube nämlich auch, was wir im ersten Teil erlebt haben, das meiste davon ist gar nicht wirklich passiert, sondern wirklich nur mehr in unserem Kopf passiert als alles andere. Es kann natürlich sein, dass die Verborgenen einen wieder hochgeschickt haben mit dem Baby zusammen, ja. Also es ist auf jeden Fall, naja, mal schauen, mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht kriegen wir das ja noch alles zusammen, wie das alles zusammenhängt. It won't be the first time. She's suffering. Racked with grief, I saw it. The hidden folk showed her. A ritual. A ritual. A ritual to open up the door. A ritual to heal her pain. Meet her eyes. And speak her name. A ritual. Rituals will change it. They will bring change. They transform. They move and change the world. They uncover what is hidden. Is it safe? Ja gut, aber genau das ist es ja, Chan. Gibt es die Verborgenen tatsächlich? Also ich meine, er sagt hier zwar, dass es die Verborgenen gibt, aber er sagt ja auch, dass es hier den Riesen gibt und Jötunheim und so, ne? Das ist jetzt, existieren die Verborgenen tatsächlich oder ist das wieder nur alles unser Kopf, unser Verstand? Und wir haben uns selber einfach nur nach unten geführt. Weil ich meine, wir haben uns selber ja auch anscheinend das Schwert gegeben. Wonach wir gerufen hatten und gebeten haben, als wir in die Höhle reinkamen. Deswegen, also das ist alles... Okay. Ja. Trapped in her hell. I need to free her from her prison. Mega Kolosse. Au. Alter. Okay. Wahrscheinlich da vorne zur Kette. Ja, das ist halt im gesamten Spiel hier, ne? Was davon ist Einbildung, was ist keine Einbildung und so. Das. Eieiei.
Ich habe nur keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich laufe hier einfach. Ich laufe hier einfach weiter. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ah, da vorne ist die nächste. Ah, fuck. Oh, es sieht aber auch böse aus, wenn wir hier verbrennen. Ja, alles klar. Okay. Haben sich. Oh, die sind wesentlich schneller geworden hier. Ich jetzt mal ein bisschen in Sicherheit. Oh wow. Oh, diese Musik dahinter, ne? Ist ja genial. Der Soundtrack, der Hammer. Genau. Au. Da oben gleich irgendwas. Gut, super Dächer, ja klar. Bug. I will not heal anymore. Gone forever. Oh. Ruckel, ruckel. Mal kurz verschnaufen. Weiter geht's. Wird schon richtig sein, ne? Die letzte Kette, die letzte Kette, oder? Wir befreien dich von deiner Qual. Oh, oh, das sieht nicht gesund aus. Let them rest together.
silence. She is gone now. All the rage, all the fear, all the grief, all died with her. Gone. You did it, Sam. Now people will be free again. You brought hope. Yes. You think you have triumphed, but this means nothing. This woman was no god. She was weak, like you. This changes nothing. I need to go home. Will your father join us if you tell him what you saw? Yes. He will not run for battle. He will lead us into it. There is more than the sword here. More than he can understand. No more slaves. And no more sacrifices. He is trying to understand. Is he? No more sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have, but not in the way he thinks. No more sacrifices, swear. I never wanted any of that. I just did not believe it was possible to defeat them. And now I see. A ray of hope. If this is real, no more sacrifices. You have my word. This needs to be for something. Be sure of that. She is exhausting me at sunrise. I will come with you. I know the Gordi. And he respected me. Once. I will bear witness to what was done here today. She will stop the slavers, but the signs are leading her down a different path. She won't have to fight them. Just show them how the world can change. No more giants. No more sacrifices. She has found out the secret. She has the key, but... wisdom has a price. Remember, what happens when you face the void and human eyes look back? She can meet these eyes and take that burden, but it takes its toll. This isn't the right way. I told you we need to head further inland. Well, perhaps you're right. We need food and shelter. And there is a settlement nearby. Bothervik. Yes. Are you mad? They will kill me on sight. They hate the Bjork. There've been pains in our asses since long before the fall. And do you think you might have given them a cause to hate you? Don't worry, lad. I'll protect you. Am Ende wollte sie nur ihr Kind beschützen und in den Arm halten, um zusammen mit ihr Ruhe zu finden. Wow, ey. Also wirklich. Mir fehlen die Worte. As much this place as the fire and sharp rocks choking dust. Einfach nur der absolute Mindfuck in Zusammenhang mit einer richtig, richtig geilen Story dahinter. Super krass inszeniert alles. Also wirklich alles auch on point, wieder mit dem Voice Acting, das. Der zweite Teil, den fühle ich jetzt sogar noch mehr als den ersten Teil, wenn ich ehrlich bin. So still. Hopeful. Feel it. You know, was sollte das jetzt heißen, dass wir uns die ganze Zeit das alles echt nur eingebildet haben?
Auf einmal sind sie weg, die beiden. This place where you belong. The beauty of it.